2:2 gegen Freiberg in Freiberg bedeutet 2 Tore geschossen, aber eben auch 2 gefangen. Was lief gut, was lief schlecht? Wir sind insgesamt gut ins Spiel reingekommen. Bis zu unserem Führungstreffer waren wir sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Haben ein schönes Tor zum 1:0 erzielt. Danach ist uns die Spielkontrolle so ein bisschen abhanden gekommen, hatten viele einfache Fehler, haben hinten raus auch gar nicht mehr so mutig gespielt. Freiberg hatte da einen Chancenplus. Wir haben uns so ein bisschen dem 1:1 auch entgegengezittert. Wurde in der zweiten Halbzeit nicht besser, haben dann zu Recht auch das 1:1 gefangen, auch wenn es vielleicht eine unglückliche Elfmetersituation war. Aber rein vom Spiel und von den Chancen her gerechtfertigt auf jeden Fall. Kommen dann wieder besser ins Spiel, haben eine gute Drangphase eigentlich, da wo wir dann auch das 2:1 kassieren. Und dann ist es halt einfach ein bisschen zu naiv und ein bisschen zu schnell, wie wir dann das 2:2 direkt wieder darauf kassieren. Freiberg natürlich hochmotiviert, es ging für sie um extrem viel, haben den Klassenerhalt dann dort auch gesichert gehabt. Das hat man auch gespürt, dass sie uns da in dem einen oder anderen Zweikampf so ein bisschen auch was voraus hatten. Das waren dann vielleicht auch die letzten paar Prozente, die uns dann gefehlt haben, um das Spiel dann auch wirklich ziehen zu können. Insgesamt mit Luft nach oben, aber war in Ordnung, aber auch nicht mehr drin als der Punkt. Ja, wie schon gesagt, 2 Treffer habt ihr erzielen können. Um genau zu sein, hat beide Kas Peters erzielt. Wie viel Mut macht so ein eingeschossener Stürmer? Ja, also ich glaube, für Kas ist es immens wichtig, dass er da wieder seinen Doppelpack erzielen konnte, dass er sein Torausbeute da hochschrauben konnte. Ich glaube, er führt jetzt sehr souverän mit großem Vorsprung die Torjägerliste an in der Regionalliga Südwest, will da natürlich auch sich die Krone holen. Ist auf einem sehr guten Weg auf jeden Fall hin. Ich glaube, das wird nicht mehr schief gehen. Ich glaube, einem Stürmer gibt es immer ein gutes Selbstvertrauen, wenn man trifft. Ja, Mut dürften auch 2 Personalien geben, denn Djihad und Armin waren seit langem mal wieder im Kader. Wie groß ist die Freude, wieder auf diese beiden Spieler zurückgreifen zu können? Ja, insgesamt ist die Freude im Team sehr groß darüber. Djihad und Armin haben beide einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns im Team, sportlich wie menschlich, haben da eine gute Reha hingelegt, sind jetzt beide wieder so weit fit. Es reicht jetzt noch nicht für viel mehr als die Einsatzzeit, die sie am Wochenende bekommen haben. Wir werden das jetzt Woche für Woche nochmal versuchen, kontinuierlich ein bisschen zu steigern, sodass sie auf jeden Fall dann jetzt am Wochenende und dann spätestens auch in 2 Wochen zum Pokalfinale für uns dann auch einen großen Mehrwert bringen können. Ja, am Samstag geht es ja gegen Aalen. Das ist ja eben dieses Spiel vor diesem allzu wichtigen Hessen-Pokalfinale, was du ja gerade angesprochen hast. Inwiefern wird es die Aufstellung für Samstag denn beeinflussen? Das müssen wir jetzt mal abwarten. Die Trainingswoche, auch wie unsere Personalsituation aussieht, das kann man jetzt noch nicht zu dem frühen Zeitpunkt der Woche sagen. Insgesamt hat das Spiel natürlich für uns einen hohen Stellenwert, weil wir nochmal in der Liga versuchen wollen, die bestmögliche Platzierung für uns zu erreichen. Dazu bräuchten wir im Optimalfall eine volle Punkteausbeute. Darüber hinaus wollen wir auch sportlich nochmal kleine Fortschritte machen, jetzt am Wochenende auch, um dann auch mit einem positiven Gefühl in das Scheinwerfer-Spiel reingehen zu können. Dann viel Erfolg dafür natürlich, dabei natürlich, und vielen Dank dir für die Analyse. Danke. Gute Noel, 2:2, so das Endergebnis gegen Freiberg, Punkteteilung also. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Letztendlich müssen wir, glaube ich, mit dem Unentschieden zufrieden sein, nach dem Spielverlauf her, aber natürlich hätten wir uns alle mehr erhofft. Ja, es gab ja eine Situation in der 63. Spielminute, Elfmeter für Freiberg, so die Entscheidung des Schiedsrichters. War die Entscheidung berechtigt? Ja, ich stand ein bisschen weiter weg, ich habe es nicht genau sehen können, aber dachte erst, dass der Schiri auf Schwalbe entscheidet, weil er da nicht direkt klar angezeigt hat, was er jetzt genau gepfiffen hat. Also ich hätte eher gesagt, es war kein Elfmeter, aber können wir jetzt auch nicht mehr ändern. So ist es wohl. Am Samstag geht es weiter gegen Aalen. Wie wichtig ist, wäre dein Sieg für das Selbstbewusstsein vor dem wichtigen Spiel gegen die TSV Steinbach-Haiger? Ja, ich denke, dass das Selbstbewusstsein jetzt nicht wirklich angekratzt ist, auch wenn wir jetzt länger nicht gewonnen haben. Ich meine, wir haben eine gute Saison gespielt und jetzt gilt es einfach nochmal einen Sieg mitzunehmen und dann mit einem guten Gefühl ins Finale zu gehen. Dann wünsche ich euch doch viel Erfolg dabei und danke dir fürs Gespräch. Danke. Ja, gute Fabi. Punkteteilung in Freiberg. 2:2 ging das Spiel nämlich aus. Dabei habt ihr 2-mal geführt. Wie ärgerlich ist es da dann doch noch, die Führung aus der Hand zu geben? Ja, klar ist ärgerlich. Wir sind gut zurückgekommen. Wir hatten eine gute Drangphase in der 80. oder in der 70. bis 80. Ja, klar ist ärgerlich. Aber ja, es geht weiter. Wir haben Samstag noch ein Spiel. Wir haben noch ein Ziel vor uns für die Saison. Besser gesagt 2 Ziele und ja, die wollen wir erreichen. Was war denn die Zielsetzung vor dem Spiel gegen Freiburg? Was habt ihr da so mitbekommen quasi auf dem Weg? Ja, dass wir, wir wollten auf jeden Fall das Spiel gewinnen. Wie gesagt, wir haben ein Ziel vor Augen für die Meisterschaft und ja,
können wir am Samstag jetzt erreichen und ja, wir geben alles dafür. Ja, du hast es ja schon angesprochen, am Samstag geht es nämlich gegen Aalen. Aber danach ist nämlich das Spiel gegen die TSV Steinbach-Haiger. Das ist das Hessen-Pokalfinale. Die Bedeutung dafür, davon, die dürfte euch wohl ja bewusst sein. Kann man sich da überhaupt noch auf die Liga konzentrieren, beziehungsweise jetzt auf das Spiel am Samstag gegen Aalen? Klar kann man sich konzentrieren. Wie gesagt, wir haben zwei Ziele und die wollen wir auf jeden Fall erreichen. Und es fängt jetzt am Samstag an und es geht dann zwei Wochen weiter gegen Steinbach. Und ja, die wollen wir auf jeden Fall erreichen. Dann viel Erfolg dabei und danke für das Gespräch. Danke. Sag nochmal.